Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Lightroom. Genauer gesagt, wie kann ich Bilder innerhalb von 5 Minuten in Lightroom richtig cool machen? Die 5 Minuten RAW Challenge ist wieder da und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Die 5 Minuten RAW Challenge ist ja ein Format, was ihr extrem feiert und ich finde es auch richtig cool, denn ihr schickt mir eure RAW-Dateien zu und ich bearbeite die dann in 5 Minuten. Ich habe sie vorher noch nicht gesehen, das heißt, ich habe nur 5 Minuten Zeit, ich darf nur Lightroom benutzen und ich habe, wie gesagt, nichts geskriptet, sondern das ist jetzt alles so aus dem Bauch heraus. Und natürlich ist das jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine Bildbearbeitung, die man immer so machen muss. Das ist erstens persönlicher Geschmack, zweitens ist es eine kleine Challenge, weil es nur 5 Minuten sind. Aber vielleicht kann man trotzdem eine Kleinigkeit da herausziehen und in seinen Workflow integrieren. Wer weiß, ich gucke selber sehr gerne anderen Fotografen über die Schulter, wenn sie bearbeiten, einfach nur um zu gucken, ob es da vielleicht irgendeine Kleinigkeit gibt, die man selber in seinen eigenen Workflow übernehmen kann. Du kannst mir übrigens auch auf Instagram folgen. Dazu einfach mal Stefan Schäfer 90 suchen, da findest du immer die neuesten Fotos von mir. Mich würde es extrem freuen, wenn du mir da folgen würdest und dann verpasst du auch keine weiteren Fotos mehr von mir. Wenn du mir selber Bilder zuschicken möchtest, dann kannst du das tun. Alle Infos dazu stehen unten in der Infobox. Einfach mir einen Retransfer-Link rüberschicken an meine E-Mail-Adresse und dann bist du vielleicht schon in den nächsten Videos mit deiner RAW-Datei mit dabei. Lass uns jetzt direkt starten hier. Das erste Foto ist von dem Roman und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich packe 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. Dieses Foto hier finde ich extrem stark. Zum einen, weil man hier eine Person mit im Bild hat, die das Ganze so ein bisschen abbildet, wie die Größenverhältnisse eigentlich sind. Und ich bin sowieso ein großer Freund von Sonnenuntergängen, Sonnenaufgängen. Also das hier ist auf jeden Fall ein cooles Foto. ISO 100, 24 mm, Blende 8. Ja, so genauso würde ich auch fotografieren. Blende 8, ISO 100 und dann halt eine 60. Sekunde Verschlusszeit. Da kann man jetzt hier mal gucken, dass man noch so ein bisschen Details hier in die Schatten reinbringt. Die Sonne strahlt das Ganze hier ja sehr schön an. Ich würde gucken, dass ich hier ein kleines bisschen mit den Lichtern noch runtergehe. Ja, nicht zu viel, aber so ein bisschen. Einen kleinen Verlaufsfilter würde ich hier auf jeden Fall reinziehen, um das Ganze hier oben so ein kleines bisschen noch abzudunkeln. Dafür nehme ich jetzt erstmal hier die Tiefen raus und werde dann hier die Belichtung einfach mal so ein bisschen ins Negative noch ziehen. Einfach damit man hier ja so ein paar mehr Details noch in den Himmel bekommt. Wobei, es gibt ja keine großartigen Wolken oder so jetzt am Himmel. Aber so ein kleines bisschen. Und ich werde, denke ich mal, auch noch so ein kleines bisschen Blau hier in den Himmel mit reinbringen. Einfach nur, um diesen schönen Farbverlauf von Blau nach Orange noch mit drin zu haben. Das gefällt mir so schon richtig gut. Vielleicht gebe ich hier noch ein bisschen Sättigung mit rein. Ja, so ungefähr plus 10. Und das sollte hier an der Stelle schon mal ausreichen. Was mir jetzt auf jeden Fall hier noch auffällt, ist, wir haben hier unten im Vordergrund, ich weiß nicht genau, was das hier ist, ob das irgendwelche Klamotten sind. Sieht hier fast nach einem Fahrrad oder sowas aus, was hier unten steht. Also dementsprechend würde ich hier das Bild ein kleines bisschen beschneiden. Ja, ungefähr so, damit wir das hier raus haben. Und was mich noch extrem stört, ist hier dieser Lensflare. Also der hier oben, okay, das geht noch einigermaßen, aber das hier unten, das stört mich schon extrem. Ich probiere jetzt einfach mal, was Lightroom macht, wenn ich jetzt hier meinen Reparaturpinsel nehme und einfach mal hier reinklicke. Ja, das hat schon mal gar nicht funktioniert. Ich schaue mal, was hier passiert, wenn ich einfach mal sage, hier nehme mal was von den Bäumen. Ja, so richtig sieht es nicht gut aus. Schauen wir mal, was hier noch passiert. Ja, also so richtig zufrieden ist, bin ich mit den Ergebnissen jetzt ehrlich gesagt nicht. Schauen wir mal, was hier noch kommt, wenn man das hier so ein bisschen weiter rüber schiebt irgendwie. So, wenn wir jetzt hier mal auf Fertig klicken. Naja, also ich würde mal so sagen, wenn man jetzt nicht weiß, dass man hier was gemacht hat, dann kann man es vielleicht noch irgendwie durchgehen lassen. So hundertprozentig zufrieden bin ich damit nicht. Ich würde wahrscheinlich damit in Photoshop gehen. Aber natürlich haben wir jetzt hier an dieser Stelle nicht die Möglichkeit, in Photoshop zu gehen. Und von daher lasse ich das jetzt hier einfach mal so. Ich nehme als nächstes mal hier noch einen Pinsel. Ich werde jetzt mal die Belichtung noch ein bisschen nach oben drehen. Genauso die Temperatur hier noch ein bisschen nach oben drehen. Und ein kleines bisschen Tonung noch mit rein. Die Tiefen noch ein bisschen aufhellen. Jetzt male ich hier einfach nochmal so über die Bäume hier so ein bisschen rüber. Das sieht da an der Stelle gar nicht gut aus. Also hier werde ich auf jeden Fall das Ganze nochmal so ein bisschen zurücknehmen. Ja, also wirklich nur so ganz leicht hier reinmalen, dass man hier einfach noch so ein bisschen mehr die Sonne betont, ja, da wo wir sie brauchen. Perfekt. So, einfach ein kleines bisschen mehr hier noch betonen. Sehr schön. Dann gehe ich mal noch weiter nach unten
in die Gradationskurve rein und werde jetzt hier mal so ein kleines bisschen die Tiefe noch aufhellen und dafür die Schatten, also die hier, die Mitteltöne, die Schatten, richtig schön weiter runterziehen und hier so eine kleine S-Kurve noch reinbrauen, damit wir hier wirklich einen schönen Kontrast drin haben. Aber auf der gleichen Seite habe ich jetzt hier die Schwarztöne richtig schön nach oben gezogen, damit wir hier so einen kleinen Fade-Effekt noch drin haben, was ich so eigentlich immer ganz schön finde. Und wir bleiben auch noch so ein bisschen bei der Farbigkeit gleich. Ich werde jetzt hier mal die Sättigung von den Blauwerten noch so ein bisschen anheben. Das gibt dem ganzen Bild immer so einen kleinen Punch. Also mal so ein kleiner Tipp noch so für dich am Rande vielleicht. Wenn du dein Bild noch ein bisschen mehr Punch verleihen möchtest, einfach mal die Sättigung von den Primärwerten Blau nach oben ziehen. Das funktioniert eigentlich fast in jedem Bild, ja, dass man hier einfach dann noch so ein bisschen mehr Punch in das Bild bekommt. Das gefällt mir so schon ganz gut und ich möchte gerne die Person hier noch so ein kleines bisschen mehr betonen. Deswegen werde ich jetzt hier mir nochmal einen Radialfilter nehmen und hier einfach die Belichtung mal ein bisschen nach oben ziehen und jetzt wirklich hier nur da, wo die Person ist, so einen kleinen Radialfilter hier noch rüberziehen. Und genauso werde ich noch einen weiteren Radialfilter machen und jetzt aber das Ganze umgedreht machen. Bedeutet, ich werde jetzt hier das Ganze gleich umkehren. Den Umkehren hier rausnehmen und dafür dann alles ein bisschen abdunkeln. Das bedeutet jetzt alles, was außen herum um den Kreis passiert, wird jetzt hier beeinflusst. Und da werde ich jetzt das ganze Bild noch so ein bisschen abdunkeln, einfach um hier so eine kleine Vignette reinzugeben. Jetzt haben wir natürlich hier wieder das Problem, dass das hier so ein bisschen absäuft. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier nochmal so ein bisschen das Ganze verstärken. Ja, ungefähr so. Das sieht doch so ganz gut aus. Und auch den Radialfilter hier nochmal von der Person noch ein bisschen höher machen. Jetzt sind die 5 Minuten schon um. Jetzt haben wir gar nicht so viel geschafft. An der Stelle jetzt mal, das wäre jetzt hier das Ergebnis nach 5 Minuten. Wir haben gar nicht so viel geändert, muss ich sagen. Ne? Also wenn ihr mal schaut, so ein bisschen mehr Details in den Himmel gebracht. Ja, den Lensflare hier entfernt. Und die Person, naja, also so richtig gefallen tut es mir jetzt hier noch nicht, ehrlich gesagt. Einfach allein deswegen, weil hier schon die Belichtung ein bisschen zu doll geworden ist. Das nehme ich nochmal ein Stück weit zurück. Ja, so sieht es besser aus. Aber das sind jetzt hier mal so die 5 Minuten. Man kann jetzt hier natürlich noch ein bisschen weitergehen. Also Profilkorrekturen kann man noch aktivieren. Chromatische Aberration würde ich noch entfernen. Ja, das ganze Bild natürlich auch noch ein bisschen schärfen. Das sollte natürlich auch noch drin sein. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze hier natürlich auch wieder so ein bisschen aus. Ich würde das hier oben noch entfernen, hier den kleinen Strich, der wahrscheinlich von einem Flugzeug kommt. Den würde ich auf jeden Fall noch rausnehmen, weil der irritiert an einem ansonsten ja relativ klaren Himmel. Also das würde ich auf jeden Fall hier auch noch rausmachen. Und ansonsten sieht es doch eigentlich soweit schon ganz cool aus. Man kann jetzt hier noch in die HSL-Tabelle so ein bisschen reingehen. Den Farbton hier von den Grünwerten würde ich so ein bisschen mehr noch Richtung Gelb schieben. Ja, die Gelbwerte selber auch noch so ein bisschen mehr Richtung Orange, einfach um das ganze Bild hier noch so ein bisschen, ja, mehr ins Orange zu ziehen. Und ich würde ansonsten auch noch in die Teiltonung gehen und gerade in den Schatten hier so ein bisschen Blau noch mit reinbringen. Ja, das gibt dem Ganzen so ein bisschen cooleren Look einfach noch. Also hier die Schatten so ein bisschen bläulich einfärben, vielleicht so ein bisschen türkis, bläulich, ja. Das macht das ganze Bild nochmal wesentlich besser. Wenn jetzt nochmal einen Vorher-Nachher-Effekt machen, vorher, nachher, ja, ist für mich eigentlich ziemlich cool geworden, das Bild. Auch gar nicht so viele Änderungen jetzt gemacht. Ja, aber einfach kleine Änderungen. Ich bin jetzt auch natürlich weit über die 5 Minuten rausgegangen, aber ich wollte das Bild einfach noch fertig bearbeiten, damit du einfach siehst, was wir hier aus dem Bild rausholen können. Sehr schön, das war das erste Bild. Gehen wir gleich zum zweiten. Das zweite Bild ist von dem Jona. Auch danke für deine Einsendung. Ein sehr mystisches Bild, wie ich finde. Sieht extrem cool aus, so mit Nebel und allem drum und dran. Da bin ich echt mal gespannt, was wir da rausholen können. Und ich würde sagen, wir packen einfach wieder 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. Ich gehe als erstes wieder in die Grundeinstellung hier rein. Das ganze Bild ist ein bisschen, ja, sehr hell. Deswegen nehme ich jetzt hier mal so ein bisschen Belichtung runter. Ich werde ein bisschen Kontrast noch reinbringen hier. Auf jeden Fall die Schwarzwerte so ein bisschen runterziehen. Und auch die Tiefen noch ein bisschen runterziehen. Einfach, um das Ganze hier noch so ein bisschen besser zu betonen. Von den Lichtern her und von den Weißwerten gehe ich wieder ein Stück weit nach oben. Aber so haben wir jetzt erstmal einen schönen Kontrast hier aufgebaut. Jetzt kannst du mal sehen, was passiert, wenn hier Dunst entfernen, wenn wir das reinmachen. Dann haben wir diesen Nebel quasi nicht mehr. Aber den würde ich schon ganz gerne drin behalten, weil ich finde es echt schön mystisch. Ich werde hier eher Dunst entfernen, so ein bisschen auf minus 5 stellen. Aber dafür Klarheit noch ein bisschen rein. Also Klarheit können wir hier mal richtig auf plus 30 ungefähr stellen. Einfach um den Ganzen noch so ein bisschen mehr, ja, Kontrast zu geben, Mikrokontraste. Sättigung, müssen wir mal gucken, würde ich eher noch ein Stück rausnehmen.
Und dann gehe ich gleich mal in die HSL-Farbtabelle hier rein und werde jetzt mal gucken, was wir hier noch mit den Farbtönen so ein bisschen machen können. Also ich finde das Grün hier ja nicht zu doll, aber das kann man noch so ein bisschen Richtung Aquamarin schieben. Genauso die Gelbwerte können so ein bisschen weiter Richtung Grün noch. Ja, also ich möchte hier schönes Grün betonen. Und dann gehen wir hier mal in den Sättigungen noch so ein bisschen. Also wir haben eigentlich so gut wie keine Rot- und keine Orangetöne hier drin. Lila und Magenta sowieso auch nicht. So ein bisschen Blau ist noch mit dabei. Schauen wir mal, so ein bisschen nehmen wir das hier raus. Aquamarin so ein kleines bisschen. Das Grün würde ich gerne so ein bisschen weiter noch betonen. Das Gelb kann auch noch ein bisschen weiter raus. Perfekt. Von der Luminanz her nehmen wir das Grün hier mal noch so ein bisschen ins Negative. Das heißt also, wir machen das Grün so ein bisschen dunkler noch einfach. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Dann werde ich als nächstes mal auch hier noch in die Gradationskurve reingehen und dem Ganzen auch hier noch so einen kleinen Fade-Effekt geben. Wir nehmen also die Schwarztöne hier wieder so ein bisschen nach oben. Ich werde jetzt hier aber wirklich richtig starken Kontrast in den Tiefen hier reinbringen und dann hier die hellen Bildbereiche, ja, so ein ganz kleines bisschen noch abdunkeln hier. So, ganz kurz vorher, nachher. Also so sah es vorher aus, so jetzt aktuell der Stand. Gefällt mir so schon ganz gut. Ich werde jetzt hier aber mal anfangen, noch so ein bisschen hier auf die Details zu achten. Das bedeutet, ich werde jetzt hier mal so ein paar Radialfilter noch aufziehen und so ein bisschen Belichtung hier mit reinbringen, einfach um das Ganze so noch ein bisschen zu betonen hier. Ja, also jetzt hier zum Beispiel diese Malerei, ja, das kann man hier oben auch noch mal so ein bisschen reinbringen. Da gefällt es mir auch echt ganz gut. Und genauso gut hier unten. Auch hier will ich so ein paar mehr Details noch drin haben. Ich weiß gar nicht, was es da unten ist. Ich werde jetzt hier mal die Tiefen auch so ein bisschen anheben noch. Ja. Und vielleicht noch ein hier so ein bisschen auf dem Moos hier. So ein bisschen Schein noch hat. Darf man natürlich auch hier wieder nicht übertreiben. Deswegen nehme ich das Ganze hier so ein bisschen zurück. Aber so, denke ich mal, sieht das Ganze schon ganz gut aus. Auch dann werde ich hier wieder eine kleine Vignette noch mit reinbringen. Diesmal gehe ich hier den Weg über die Effekte-Palette. Ja, in Vignette so ein bisschen minus 10 ungefähr. Sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt kann man schon fast wieder überlegen, ob man die Belichtung so ein bisschen nach oben zieht. Ja, so ungefähr auf minus 0,15. Und ja, das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus, das Bild. Vielleicht hier oben noch so einen kleinen Verlauf reinziehen, damit wir hier das Bild noch so ein bisschen abdunkeln. Ja, also ich würde hier gerade die Bäume so ein bisschen noch dunkler machen, damit wir hier diesen Nebel quasi nur von der rechten Seite haben. Ich finde hier, dass die Bäume, die kann man hier auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr betonen, indem man hier noch so ein bisschen Kontrast reinbringt, ja, das ganze Bild hier ein bisschen dunkler macht. Und dann könnte man theoretisch das Ganze jetzt von hier noch so ein bisschen verstärken. Deswegen ziehe ich jetzt hier nochmal so einen Verlaufsfilter auf, werde jetzt hier die Belichtung wieder so ein bisschen nach oben ziehen und hier auch Dunst entfernen, auch so ein bisschen wieder ins Negative bringen. Hier ruhig mal minus 30, also hier diesen Nebeleffekt ruhig noch so ein bisschen verstärken auf der Seite. Ja, perfekt. Ja, das kommt jetzt hier so von der rechten Seite rein. Genau da soll es auch sein. Zack. Ja, das sieht doch gleich ganz anders aus. Super. Jetzt gehen wir mal unten in die Kalibrierung noch rein. Schauen wir mal, was wir hier noch machen. Ich werde jetzt hier auch mal wieder... kannst du mal sehen jetzt, wenn ich die Sättigung von den Primärwerten Blau jetzt wieder so ein bisschen nach oben ziehe, ja, dann werden jetzt hier auch die Grüntöne gleich wieder so ein bisschen mehr betont. Ich werde aber auch jetzt hier noch mal schauen, was wir mit den Grüntönen noch machen können. Ja, ich würde die eher so ein bisschen weiter Richtung rechts noch schieben, also auf ungefähr plus 30. Sättigung von den Grüntönen kann auch noch so ein kleines bisschen nach oben. Und die Schatten werde ich jetzt hier auch mal so ein bisschen weiter Richtung Grün noch ziehen. Also ich möchte das ganze Bild wirklich hier auf die grüne Farbe so ein bisschen beschränken. Und das gefällt mir jetzt schon richtig, richtig gut. Perfekt, dann auch hier auf jeden Fall das Bild noch schärfen. Ja, mit gedrückter Alt-Taste kann man das Ganze hier wieder so ein bisschen ausmaskieren. Und ich denke mal, so kann man es lassen. Vielleicht in den Effekten noch so ein kleines bisschen mehr Vignette reingeben hier. Das Ganze noch so ein bisschen besser zu betonen. Und das so gefällt mir richtig gut. Die 5 Minuten sind auch um. Ja, ganz kurz hier nochmal. Vorher, nachher. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Bearbeitung. Aber kannst du natürlich auch selber beurteilen. Kannst du einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wie du das Bild jetzt findest. Auf jeden Fall ein sehr gelungenes Bild, also Glückwunsch an dieser Stelle für dieses wunderschöne Foto. Würde ich mir tatsächlich so direkt aufhängen wollen, also hätte ich echt Bock drauf.
weil das was sehr Mystisches ist und was mir echt gut gefällt. Also, das waren die beiden Fotos für diese 5 Minuten RAW Challenge. Wie gesagt, wenn du selber mal mitmachen möchtest, dein RAW-Bild hier einschicken möchtest, dann einfach mir per WeTransfer den Link schicken. Die Infos dazu stehen, wie gesagt, unten in der Infobeschreibung. Und ansonsten, wenn du Lightroom lernen möchtest, es gibt einen Lightroom-Kurs von mir auf meinem Online-Store, den kannst du dir herunterladen und einfach Lightroom lernen. Ja? Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Bildbearbeiten und Fotografieren und gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.